Willkommen zurück bei Star Wars Unleashed, wo ich mich immer noch im Pilzwald bewege. Und mal eben gucke, ich habe hier so viele Punkte gesammelt, ich könnte. Ja, komm, wir stärken mal die Vitalität und die Widerstandsfähigkeit so ein bisschen, oder? Schwertbeherrschung klingt auch gut. Abwehrbeherrschung klingt noch besser. So, und jetzt nach dem Intro geht's richtig los. Ich gucke gerade mal Lichtschwert. Instadt, also ich habe jetzt den roten Kristall. Instabiler roter Kristall. Komprimierter gelber Kristall. Klingt auch gut, ne? Ist denn der Unterschied zwischen dem und dem hier? Mal gucken, was das. Das sieht auch cool aus. Das hat auch was. Das läuft sauber, okay. Und ich Meister, wusste, dass was dies Großes Gitter kommt. zeigen Kreaturen an. Sehr große Kreaturen. In ihrer Nähe. Ja, das habe ich Ihrer bemerkt. Ohren. Nichts im Vergleich zu Star Wars. Also Star Wars hier, Jedi Survivor. Da war der Rancor ein Fehler und man war tot. Thank you.
Ach, diese Sis-Moves, die sind echt cool. So, und auch den fast übersehen, natürlich. Noch nicht schon wieder so einer. Mei. Gott sei Dank. Meine Güte, nee, was für ein aufdringlicher, starker Gegner. Oh.
um nicht zu sagen nervtötend. Lästige kleine Viecher. Die Sensoren registrieren starke Lebenszeichen voraus. Ich rate euch, achtsam zu sein. Mist, falscher Knopf. Ätzend.
Guck mal, auf einmal sind sie wieder normal. Besiegt. Ich bin begeistert. So langsam kommt's. Schön, dass das einen Bonus gab. So, ganz viele Rankoren besiegt. Meine Güte, nee. Läuft sogar überraschend gut. Eclipse an Starkiller. Ist das Ziel schon in Sicht? Sie ist nahe. Sehr nahe. Ich spüre ihre Anwesenheit. Zur Ahnenschlucht. Das sieht böse aus. Vaders Attentäter, willkommen in der Ahnenschlucht. Seit Urzeiten ein Ort der Opferung. Bereit, dem Schicksal zu begegnen? Dann gucken wir doch mal, was die Shakti. Die tut's mir echt leid.
Das erinnert immer so ein bisschen an Ahsoka hier, ne? Ergib dich, Attentäter. Willst du so deine Gabe einsetzen? Da fällt mir nur noch ihre Schülerin ein. Wir sind zu stark für dich, Kind. Weshalb bist du hier, Sith? Die dunkle Seite wird dir an diesem Ort nicht helfen, Kind. Du kannst uns nicht alle aufhalten, Sith. Oh doch, ich kann. Du hast große Macht, doch du kannst sie nicht beherrschen. Na, kommst du wieder? Du bist Vaders Sklave. Du verschwendest deine Kraft an ihm. Du könntest so viel mehr sein. Ihr überzeugt mich nicht, meinen Meister zu verraten. Armer Junge. Sith verraten sich immer gegenseitig. Aber das wirst du bald erfahren. Okay, 10 Holocrons nicht gefunden. Meine Mission ist erfüllt, Meister. Dann bist du bereit, dich mit mir dem Imperator zu widersetzen. Komm auf mein Schiff. Endlich werden wir die Galaxis beherrschen. Es scheint, sie werden bald ihre primäre Programmierung erfüllen, Master. Ja. Endlich. Die
Die Flotte des Imperators ist angekommen. Ihr habt den Imperator hergelockt. Wann geht es los? Ich habe ihn nicht gerufen. Seine Spione haben dich verfolgt. Womit kann ich euch zu Diensten sein, mein Gebieter? Ihr vergesst wohl euren Platz, Lord Vader. Diesen Jungen als Schüler zu nehmen, kommt einem Verrat gleich. Also vernichtet ihn. Oder ich zerstöre euch beide. Meister, wir besiegen ihn zusammen. Tut es jetzt, Lord Vader. Streckt ihn nieder und beweist damit eure Loyalität. Lasst ihn festgebunden. Yes, Sir. Ihr wart mein Tod! Nein, der Imperator wollte dich tot sehen. Ich habe deinen Körper geborgen und hergebracht. Zur Rekonstruktion. Warum? Der Imperator musste glauben, dass du tot bist. Jetzt kannst du dich rächen und deine Bestimmung erfüllen. Was wünscht ihr, mein Meister? Die Spione des Imperators überwachen jeden meiner Schritte. Wir brauchen eine Ablenkung. Ein Attentat? Eine einzelne Tat weckt seine Aufmerksamkeit nicht. Stelle eine Armee gegen den Imperator auf. Eine Armee? Ja, eine Allianz von Rebellen und Abtrünnigen. Wenn sie den Imperator und seine Spione abgelenkt haben, schlagen wir zu. Wo fange ich an? Du hast dein Schicksal jetzt selbst in der Hand. Trenne dich von deiner Vergangenheit. Niemand darf wissen, dass du mir dienst. Geh jetzt. Und denk daran, dass die dunkle Seite immer bei dir ist. Roxy? Ah, Master. Ich bin erfreut, dass Sie doch nicht tot sind. Ich hatte schon gefürchtet, dass ich Sie nie vernichten könnte. Du bekommst deine Chance bestimmt, wenn wir hier weg sind. Ja, aber bis dahin soll ich alles tun, was ich kann, um Ihnen beim Untertauchen zu helfen. Soll ich die Rogue Shadow startklar machen? Ja, mach du das nur. Wir treffen uns dort. Master, ich habe Zugriff auf den Hauptcomputer des Schiffes. Wo ist Juno? Ah ja, die Pilotin. Ich glaube, sie ist noch an Bord. In einer Zelle. Captain Eclipse ist des Verrats angeklagt. Und Lord Vader hat sie ausdrücklich angewiesen, sich von ihrer Vergangenheit zu trennen. Sie wollen sie doch nicht etwa retten, oder? Ich weiß noch nicht, Proxy. Mach erstmal das Schiff startklar. Wie Sie wünschen, Master. Okay, das waren jetzt viele Informationen. Ein ganz übler Verrat. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass Lord Vader uns so hintergeht, befürchte ich. Also, bis zum nächsten Mal bei The Force Unleashed.